Hallo, ich bin der Ole und ich zeige euch heute die Bedienung und ein paar Highlights des Roper Tiger 6S. Als erstes schließen wir den Batterietrennschalter und schalten die Zündung ein. Anschließend starten wir den Motor. Dazu halten wir die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Gegenüber den Vorgängermodellen verfügt der Tiger 6S über zwei 12,1 Zoll Bedienterminals mit höherer Pixeldichte und damit noch schärferer Auflösung. Auf dem AirTouch-Display an der linken A-Säule können zusätzlich zu den Maschinenfunktionen zwei getrennte Videostreams zugleich angezeigt werden. Das wäre in der Straßenfahrt der AirView und die normale Rückfahrkamera, welche zu einem sicheren Fahren auf der Straße beitragen. Durch Öffnen des Lenkungshauptschalters und Drücken der Taste 2 kann nun auf der Straßenfahrt die Wendefahrt aktiviert werden. Durch Schließen des Lenkungshauptschalters wird der Knick synchronisiert und die Maschine gerade gestellt. Im Ackermodus kann ebenfalls über die Taste 2 die Wendefahrt aktiviert werden. Über die Taste 3 kann der vorgewählte Schongang und der Autopilot eingeschaltet werden. Über den Handpotty können die Hinterachsen der Maschine nach links oder nach rechts korrigiert werden. Durch gedrückt halten des Multitasters und der Taste 2 gelangt man in die Lenkungsart Hundegang. Joystick nach vorne, Tempomatgeschwindigkeit erhöhen, Joystick zurück, Tempomatgeschwindigkeit verringern. Joystick nach rechts, Hinterachsen nach rechts lenken, Joystick nach links, Hinterachsen nach links lenken. Fußschalter zum Öffnen der Reinigungsklappe, Fußschalter zum Aktivieren des Autopilots, Fußschalter für die Fahrtrichtung in Verbindung mit dem Fahrpedal fährt die Maschine rückwärts. Rechts neben dem Joystick befindet sich unser Farbdisplay. Auf der linken Seite haben wir den Einstellungsbereich des Ruders. Auf der rechten Seite haben wir einen individuellen Anzeigebereich für Maschineninformationen. In der unteren Reihe befindet sich das Schnellauswahlfenster für weitere Funktionen sowie die Zustandsanzeigen der Maschine. In diesem Bereich gelangt man in das Hauptmenü der Maschine. Zu finden sind hier Grundeinstellungen, Autopilot, Sonderfunktion, System, Betriebsdaten und Service. In diesem Bereich sieht man die Auftragsdatenbank mit den aktuell erledigten Aufträgen der Saison. Hierüber kann man die Klimaanlage einstellen mit den jeweiligen Temperaturen und der Gebläsestufe. Hierüber gelangt man in die Lichtsteuerung. In diesem Bereich kann man die Lenkungsarten der Maschine einsehen, sowie die Schongangstufen und die Stellung der Achsen. Über diesen Button kann man den Kurvenmodus aktivieren. Die Maschine verfügt über ein RR-Ruderaggregat, welches mit der R-Kontur unserer automatischen Schartiefenfeststellung ausgestattet ist. Die Rodetiefe wird über die Taste 12 und 13 am Joystick eingestellt. Die Automatik regelt nun in diesem Bereich auf oder ab. Auch manuell kann man einzelne Scharkörper in der Tiefe verstellen. Über Reset gelangt man in die Grundeinstellung. In diesem Bereich sieht man die Längs- und Querneigung der Maschine und die aktuelle Position der einzelnen Achsen unseres hydraulischen Fahrwerks. In diesem Bereich sieht man den aktuellen Auftrag mit den einzelnen Rodedaten. In diesem Bereich haben wir die Betriebsparameter mit der Bordspannung der Batterie
Der Hydrauliköl-Füllstand. Die Hydrauliköl-Temperatur. Die Kühlwassertemperatur. Der Druck der Luftdruckanlage. Der Fahrantriebsdruck vorwärts oder rückwärts. Den Tankinhalt für Diesel. Und den AdBlue-Füllstand. Im Anzeigebereich für die Maschineneinstellungen haben wir die Schläglerhöhe, die wir über den Kreuztaster 4 verstellen können. Zusammen mit dem Multitaster kann der Schlägler links und rechts gleichzeitig verstellt werden. Durch Draufdrücken auf Kreuztaster 4 wird AirTrim aktiviert, eine automatische Schläglerhöhenführung. Unsere Schläglerwellendrehzahl, die wir erhöhen können und mit Reset zurücksetzen können. Die Höhe des Nachkörperbalkens. Durch Anheben wird die Schnittstärke der Mikrotopper verringert. Durch Absenken wird die Schnittstärke vergrößert. Unsere Scharkörpertiefe, die wir über die Tasten 12 und 13 am Joystick verstellen können. Unsere Rüttelschalldrehzahl, die wir erhöhen können. Den Steinsicherungsdruck. Die Höhe des Walzengangs, den wir über den Kreuztaster 5 verstellen können. Zusammen mit dem Multitaster geschieht dies links und rechts gleichzeitig. Durch Drücken auf Kreuztaster 5 wird R-Kontur aktiviert oder deaktiviert. Die Drehzahl der Rodewalzen. Durch gedrückt halten gelangt man in die Stufe Max. Unsere Siebbanddrehzahl. Die Siebstand-Drehzahl mit den vorkonfigurierten Stufen 1 bis 10 kann die Reinigungsintensität von schonend bis aggressiv vorgewählt werden. Durch gedrückt halten kann man im manuellen Modus die Drehzahlen der einzelnen Siebstände individuell anpassen. Mit Reset wird die Grundeinstellung wiederhergestellt. Die Leitrösthöhe kann für alle Siebstände zugleich oder für jeden einzelnen Siebstand individuell angepasst werden. Über Reset werden alle Leitroste auf die Höhe des am niedrigst eingestellten Leitrostes abgesenkt. Sowie die Drehzahl des Elevators und die Warngrenzen der einzelnen Reinigungsorgane wie Siebband, Siebstand 1, Siebstand 2, Siebstand 3 und den Elevator. Ebenfalls ist hier der Bunkerfüllstand zu sehen. Tastenfeld 1. Schongangstufe nach links zuschalten, Schongangstufe nach rechts zuschalten. Roderseitenverschiebung nach links. Roderseitenverschiebung nach rechts. Durch gedrückt halten beider Tasten wird der Durchrode-Modus aktiviert. Rode-Aggregat schiebt in die Mitte, der Schongang wird auf 0 gestellt. Der Durchrode-Modus kann ebenso am Joystick durch Drücken von Multitaster und Taste 3 gedrückt halten aktiviert werden. Service-Taste, Rodewalzen reversieren, Siebband reversieren, Bunkerschnecke manuell in der Förderrichtung umschalten. Mit jedem weiteren Tipp ändert sich die Förderrichtung. Durch gedrückt halten wird der Automatikmodus wieder aktiviert. Tastenfeld 2. Drehrichtung der glatten Rodewalzen wechseln. Wenn die LED leuchtet, dreht sich die Rodewalze entgegengesetzt zur Nachbarwalze. Arbeitsscheinwerfer einschalten.
Arbeitsscheinwerfer ausschalten. Durch gedrückt halten gelangt man in die Lichtsteuerung. Mit diesen beiden Tasten wird beim variablen Rotoraggregat der Reihenabstand zwischen 45 und 50 cm verstellt. Durch gedrückt halten der Taste für die Verstellung der Scharkörper wird die Reinigungsfunktion für die Rotoschare aktiviert. Der Rüttelscharantrieb läuft mit Maximaldrehzahl. Diese Taste ist die Kombitaste. In Kombination mit anderen Tasten lassen sich damit Zusatzfunktionen ansteuern. Automatischen Hangausgleich einschalten oder ausschalten. Maschine manuell nach rechts neigen. Maschine manuell nach links neigen. Tastenfeld 3. Dieselmotor Stopp. Dieselmotor Start. Dafür muss die Starttaste 3 Sekunden gedrückt werden. Zusatzfahrwerk-Ankuppelmodus wird zum An- und Abkoppeln des Zusatzfahrwerks oder eines XL-Ruders benötigt. Diese Taste ist beim Tiger 6S nicht belegt. Differentialsperre einschalten oder ausschalten. Taste zum Wechseln des Fahrmodus. Betriebsart Straße, Betriebsart Acker. Im Betriebsart Acker kann mit diesen Tasten manuell die Motordrehzahl erhöht oder gesenkt werden. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten wird wieder in den automativen Drehzahlmodus gewechselt. Parkbremse deaktivieren, Parkbremse aktivieren. Walzengang nach rechts schwenken, Walzengang nach links schwenken. Durch Drücken der Kombi-Taste und Betätigung des Analogruckers wird die Klappautomatik aktiviert. Über den Mini-Joystick 1 auf dem rechten Joystick kann das Rotoraggregat abgesenkt werden oder angehoben werden. Des Weiteren kann die Schonfahrt nach rechts oder nach links ausgewählt werden. Durch Drücken der Taste 6 wird der Maschinenantrieb eingeschaltet. Auf der Taste 7 befindet sich der Schlägler-Schnellaushub. Taste 7 drücken. Der Schlägler fährt automatisch nach oben. Auf der Taste 8 können wir unseren Kurvenmodus ein- oder ausschalten. Mit der Taste 9 wird der Scheibenwischer einmalig aktiviert. Durch gedrückt halten sprühen die Reinigungsdüsen, solange die Taste betätigt wird. Auf der Taste 10 wird der Tempomat aktiviert oder deaktiviert. Über diesen Button gelange ich in den Auswahlbereich einzelner Funktionen. Durch gedrückt halten des Symbols einer Funktion kann ich mir eine andere Funktion in diesen Auswahlbereich einlegen. Durch Tippen auf diesen Button wird das Rotoraggregat in Wartungsstellung gebracht. Über die Taste Plus wird die Wartungsstellung hochgefahren. Mit diesem Button wird der Blatttaster hydraulisch in Rotostellung geklappt. Taste Plus, Blatttaste in Rotostellung klappen. Taste Minus, Blatttaste in Straßenfahrmodus klappen. Über diesen Button wird der Blattteller ausgeklappt. Taste Plus, Blattteller wird ausgeklappt. Blatttellerdrehzahl Drehzahl erhöhen. Über diesen Button wird die Schläglerklappe auf- oder zugefahren. Taste Plus, Schläglerklappe auf. Taste Minus, Schläglerklappe zu. Tastwalzendrehzahl verstellen.
Durch draufdrücken gelange ich in die Stufe Max. Auf der linken Seite befindet sich unser Joystick für die Bunkerentleerung. Entladeband Höhe 1. Entladeband Höhe 2. Mini-Joystick nach links. Automatikmodus Bunkerentleerung aktivieren. Das Drehrad dient zum Verstellen der Geschwindigkeit der Bunkerentleerung. Mini-Joystick nach rechts, Automatikmodus für die Bunkerentleerung ausschalten. Entladeband läuft nach und klappt ein. Mini-Joystick nach vorne, Entladeband manuell absenken. Mini-Joystick zurück, Entladeband manuell heben. Über den Multitaster und den Mini-Joystick kann der Entladebandknick verstellt werden. Entladestufen manuell zuschalten. Entladestufe 1, nur Entladeband läuft. Entladestufe 2, zusätzlich läuft der Quergradsboden. Entladestufe 3, Quergradsboden schnell und zusätzlich läuft der Längsgradsboden langsam. Entladestufe 3 Plus, alle Kratzböden laufen schnell. Über diese Taste werden die Entladestufen manuell zurückgeschaltet. Stopp Entladeband. Stopp die Entladung und das Heben und Senken der Entladebandknickteile. Das war ein kurzer Überblick über unseren Ropa Tiger 6S. Für mich ist jetzt Feierabend. Und euch viel Spaß beim Roden.